Smarana, ihr Lieben, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was die ersten zwei Märzwochen uns alles bringen können, welche Überraschungen es da geben wird, was die Energie mit uns macht, also so eine Energietendenz, um da hineinzufühlen und um auch gemeinsam mit euch gewappnet zu sein für all das, was geschehen kann. Ja, und was das alles zu bedeuten hat, werdet ihr gleich erfahren. So, da bin ich wieder. Wenn man jetzt mal so guckt auf den 1. März, da war ja der erste Portaltag und der ist ja jetzt schon vergangen. Aber die Energien wirken immer noch auf die Tage, auf die kommenden Tage und bis zum 9., bis zum 2. Portaltag im März wirken die Energien vom 1. Portaltag. Deswegen ist es ganz gut, dass wir da jetzt mal drüber sprechen können. Denn ich glaube, es könnte einige von euch ganz schön gebeutelt haben bei dieser Energie. Ich selber habe das nämlich auch gespürt und vielleicht hört das auch an meiner Stimme. Ich bin nur ein bisschen irgendwie müde und ich lag auch 2 Tage im Bett und habe mich total ausgeruht. Einfach die Energien waren so stark und wenn man das so sehr stark spürt, das heißt ja immer, es ist eine Möglichkeit zu einer großen Heilung und Transformation beziehungsweise für eine große Energieanhebung. Und das ist ja letztendlich ein ganz großes Geschenk. Also an alle von euch, denen es genauso ging wie mir, freut euch. Freut euch, denn es ist wirklich ein Geschenk des Weiterkommens, ein Geschenk der Heilung. Der März hat es mit Überraschungen zu tun, Überraschungen für uns und ganz je nachdem, wie wir uns einstellen, wie wir unser Leben eingestellt haben und wie wir mit den Energien umgehen, die da so nach oben kommen. Also mit nach oben kommen meine ich jetzt, dass wenn du zum Beispiel eine Blockade spürst, einen Ärger spürst oder auch nur müde bist, das Müdesein, das ist bei mir zum Beispiel so, ich bin immer aktiv, ich habe immer 1000 Dinge zu tun und erlaube mir dadurch weniger, mich auszuruhen. Das hat mir jetzt der 1. März ganz deutlich gezeigt. Iriana, leg dich jetzt mal hin und ruh dich aus, du bist zu schwach. Ja, das stimmt, ich war einfach schwach und habe das auch dann auch getan und ich kann euch sagen, wow, es war richtig toll, letztendlich so 2 Tage im Bett zu liegen. Denn so viel Zeit nehme ich mir normalerweise nicht. Und es war jetzt also, ja, das Zeichen von oben. Schau mal auf dich. Wem es jetzt wirklich genauso ging oder so ähnlich ging, man kann ja aus so einer Phase ganz viel Kraft schöpfen und auch ganz viele neue Erkenntnisse bekommen, was jetzt wichtig ist im Leben, auf was man in Zukunft achten sollte oder möchte, wie man sein Leben gestalten möchte. Also der März, gerade jetzt zwischen dem 1. und dem 9. Portal und dem 9. März, 1. und 9. März, zwischen diesen beiden Portaltagen wird dir empfohlen von den Energien, lebe deine Kraft. Jetzt kannst du ja nur deine Kraft richtig leben, wenn du auch erholt bist, wenn du in deiner Kraft bist. Wenn du nicht in deiner Kraft bist, musst du das erst wieder aufbauen. Und das war jetzt bei mir der Fall. Also lebe deine Kraft, das heißt, es ist alles da, du kannst in die Fülle hineingreifen und dein Leben so gestalten, wie es eben für dich am besten sich anfühlt. Da dazu gehört manchmal auch das Auflösen von alten Strukturen. Das kommt dann zum Vorschein als Angst zum Beispiel oder als Blockade. Also alle alten Dinge, die dich
in einer Struktur halten, wo du es vielleicht gar nicht merkst, dass du in einer Struktur festgehalten bist. Da sollte man so ein bisschen, ja, mal Luft holen und sein Leben betrachten, denn das ist jetzt die Zeit, dieses Leben zu betrachten, was hält mich noch fest an den alten Dingen. Das ist ja so wie eine Lektion für uns. Und es ist ganz viel Energie vorhanden, ganz viel Energie da, um unsere Kraft zu leben. Voraussetzung ist einfach, dass sich bewusst werden, wo bin ich an alten Strukturen noch gefangen? Was hält mich noch fest? Dann ist es eine gute Möglichkeit, neue Gemeinschaften zu prüfen, zu gründen, zu einer Gemeinschaft dazuzugehen, selbst eine zu gründen. Also alles, was mit Gemeinschaft zu tun hat, das können sein Lebensgemeinschaften, das können sein Wohngruppen, das können sein spirituelle Gemeinschaften oder jetzt auch hier wie auf YouTube unsere Gemeinschaft. Das ist besonders begünstigt durch die Energie, dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Stärke, die daraus resultiert. Das bringen uns die ersten 9 bis 10 Tage vom März diesen Anschubser. Schau mal, in welcher Gemeinschaft du dich wohlfühlst und bringe dich ein, bringe deine Liebe ein, dein Licht ein und schaue, wie du das fördern kannst. Also das sind ganz wichtige Punkte, die man so für sich mal nachfragen kann, also sich selbst reflektieren. Oder möchte ich überhaupt eine Gemeinschaft? Möchte ich überhaupt wo dazu zu gehören? also das sollte sich einfach jeder mal überlegen. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte überhaupt in keine Gemeinschaft gehören, weil ich glaube, das gibt's auch, dann solltest du hinterfragen, warum? An was liegt das? Ja, also diese 3 W-Fragen, warum, weshalb, wieso, was macht das mit mir? Das sollte man sich ja sowieso immer stellen. Und dann können durch die Beantwortung dieser Fragen, können ja dann entweder schöne Antworten kommen oder irgendwie Antworten, die einem dann nicht ganz so gefallen. Und dadurch könnten eventuell dann auch Probleme auftauchen, wo du sagst, aha, okay, diesen Punkt, den möchte ich gar nicht so genau anschauen. Und wo hakt es da noch? Wo kann ich da eine Heilung bekommen? Was hindert mich an dieser Heilung? Also das ist zu hinterfragen. Und wichtig ist es halt auch, dass man sich überlegt, wo man noch an alten Strukturen festhält. Weil diese alten Strukturen, das ist einfach etwas, was nicht mehr in unsere neue Zeit passt. Und es wird ja auch wirklich ständig außen im Kollektiv sichtbar. Die alten Strukturen, die lösen sich auf und das ist gerade so ein riesiges Durcheinander, um ja etwas Neues entstehen zu lassen. Ist alles, was alt ist, alles, was war, nicht mehr so richtig ja, gültig, aber das habe ich schon oft erzählt, das wisst ihr auch. Es ist jetzt einfach so, dass man tatsächlich die ersten 2 Märzwochen für sich die neue Kraft schöpft, also auftaucht aus dem Alten, eine neue Kraft zur Verfügung hat, unterstützt durch die Portaltagsenergie in der geistigen Welt. Es ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Und dann, wer möchte, darf natürlich diese Energie aufnehmen und für sein Leben verwenden. Und das ist ein ganz großes Geschenk, welches ich gerne mit euch teilen möchte, denn ich werde am Ende des Videos eine schöne Energieübertragung für euch machen, einfach weil ich mich noch ein bisschen schonen möchte. Das Sprechen, das viele Sprechen ist gerade anstrengend für mich, aber das Energiesenden ist ganz einfach. Weil ja, ich brauche nur meinen Kanal zu öffnen und dann flutscht es nur so durch. Und ich zeige euch auch noch ein ganz süßes Bild von meiner Katze,
die ist heute nicht da, aber ich habe sie fotografieren dürfen. Und das Bild zeige ich euch auch ganz am Schluss. Die ist da so süß drauf. Und sie hat mir gesagt, ich soll euch alle ganz lieb von ihr grüßen. Sie ist energetisch bei jedem Video, was ich für euch mache, dabei. Also es ist auch sehr interessant, was die Katze alles so tut. Das denkt man nicht, weil sie liegt ja oft rum und schläft. Also sie zum Beispiel regeneriert sich total durch das viele Schlafen. Also das haben ja die Katzen so an sich, dass sie meist den ganzen Tag schlafen und dadurch ja dann, wenn es drauf ankommt, komplett fit sind. Und jetzt regeneriert sie sich gerade, ist aber mit ihren 7. Katzensinnen dabei, trotz allem dabei. Ja, und dann bin ich gespannt. Ich weiß nicht, vielleicht wird es ja doch ein Channeling. Ich überlasse es mal der geistigen Welt, was jetzt tatsächlich wichtig ist für uns, diese Kraftstrukturen und diesen Erholungseffekt, diesen Heilungseffekt oder diese Energieerhöhung, dass die, wie die geistige Welt, das jetzt gerne für euch machen möchte. Ich begebe mich einfach in die Hände der geistigen Welt und lasse mich führen und bin genauso gespannt wie ihr jetzt, wie das wohl werden wird. Und jetzt geht's dann auch gleich los. Ich werde auch vorher nochmal ein Auraspray, genau, ich habe eins vorbereitet. Erstmal die violette Flamme. Genau, zur Reinigung, ganz wichtig. Und dann ein Spray, das Auraspray der Heilung. Heilung damit, ich schiebe es mal so ein bisschen zu euch rüber, den Duft und die Wirkung, damit ihr auch in der Energie von dem Auraspray seid, denn Heilung wird es heute auf jeden Fall geben. Oh, es fühlt sich schon wieder so richtig gut an. Und im letzten Video habt ihr mir in dem Chat unten auch reingeschrieben, ihr fühlt es, wenn ich euch ein bisschen von der Energie der Essenz, von dem Auraspray schicke. Das freut mich sehr, denn so sind wir jetzt alle in dieser wundervollen Energiewolke eingehüllt und können das ganz gut genießen. So, jetzt geht's aber gleich los. Ich danke der geistigen Welt, dass ich heute für euch wirken darf. Und ich bitte um Schutz für uns alle. Und ich bitte um die höchste reinigende und heilende Kraft für uns alle. Und so rufe ich alle Menschen, welche gerade ein wenig müde sind. Ich rufe alle Menschen, welche vielleicht ein wenig in ihrer Gesundheit angeschlagen sind. Ich rufe alle Menschen, welche müde sind und welche Fürsorge und Liebe willkommen heißen. Und ich öffne nun meinen Kanal und ich rufe die Heilerengel. Die Heilerengel aus der Schöpfungsebene der geistigen Welt. Und so fließt nun durch mich hindurch die Schöpferkraft der Heilung direkt zu dir. Diese Kraft fliegt in einem hellen Lichtstrahl durch die Zeit, die es nicht gibt,
diese Schöpferkraft fließt in der Schwingung der ewigen, vollkommenen Liebe und trägt die größte Heilkraft, welche jetzt in diesem Moment möglich ist, direkt zu dir. Und wenn du bereit bist, dann öffne jetzt dein Herz. Stelle dir vor, wie dein Herz ganz, ganz groß wird. Und öffne es, damit die Energien direkt in dein Herz einfließen mögen. Es ist ein Geschenk aus dem Universum. Die Energien unterstützen dich in all den Bereichen, wo es jetzt wichtig für dich ist. Und je tiefer du dich fallen lassen kannst, umso mehr Energie wird durch dich hindurchfließen. Vertraue einfach darauf, dass jetzt in diesem Moment genau die passende Energie zu dir fließt. Die großen Heilerengel des Universums, die riesengroßen Engel, haben sich versammelt und sie sind jetzt für dich da. Sie senden dir vollkommene Heilkraft. Und sie berühren die Punkte in deinem Energiesystem, um deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Lasse dies geschehen, denn es geschieht mit so einer großen Liebe, welche nur die Engel haben können. Es ist die vollkommene, perfekte, unendlich große Liebe. Diese Liebe fragt keine Bedingung. Sie ist einfach für dich da. Und mit dieser Liebe werde nun deine Selbstheilungskräfte aktiviert. Ich gebe dir ein wenig Zeit, genieße einfach das, was jetzt geschieht. Und nun fließt Samana-Energie zu dir. Die Samana-Energie ist die Energie der Wunder. Und dies ist heute mein ganz persönliches Geschenk für dich. Und so fließt Samana zu dir.
Währenddessen ich jetzt spreche, fließt die Energie weiterhin zu dir. Genieße all die Geschenke, welche du heute bekommen hast, und nutze die ersten Tage im März, um dich neu auszurichten, um Kraft zu schöpfen und um neue Wege zu gehen. Ich danke den Engeln, ich danke dem Universum, dass ich heute dienen durfte. Und so schließe ich wieder meinen Kanal. Und bin wieder ganz voll und ganz da. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder voll und ganz da. Das war jetzt eine Mischung aus Channeling und Energieübertragung, Heilübertragung, wundervoll geführt von der geistigen Welt, so wie ich finde. Ja, und mir hat es sehr, sehr gut getan. Ich fühle mich richtig wohl. Und ich denke mal und hoffe sehr, dass es euch auch gut geht. Ihr könnt mir ja unten wieder reinschreiben, wie es euch geht und ob ihr ganz viel Kraft bekommen habt und auch Zuversicht, weil es wurde ja auch im emotionalen Bereich gearbeitet, also auch ganz viel Zuversicht für das, was kommt. Und und jetzt kommt gleich das Bild von meinem Kätzchen. Ich sage schon mal Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, Smarana.